Aber wir müssen doch einen Werbeblock einschieben, einen kleinen. Natürlich, denn ich habe hier ein ganz spezielles Buch mitgebracht heute. Ein Einzelstück, ein Musterexemplar. Und das ist, welche Kamera darf ich es? Diese hier, ja. Du kannst da... Genau. Ja. Ah, das kenne ich doch. Das kennst du. Das ist vom Philipp von Hangar 18B. Er hat ein Buch geschrieben. Oder mein erstes Buch? Ja. Überhaupt? Mit UFO-Zitaten. Philipp, magst du was zu sagen? Ja, also erstens mal bin ich natürlich sehr froh, dass du, Werner, bereit warst, das Buch zu verlegen. Ich habe es ja beim Kopfverlag zuerst schon probiert und die haben dann abgesagt. Und es sind einfach UFO-Zitate drin, steht ja hier auch, von Wissenschaftlern, Politikern, Militär- und Geheimdienstoffizieren. Aber es sind noch viele weitere Leute, auch UFO-Zeugen, die da zu Wort kommen. Und ich dachte schon vor Jahrzehnten, es gab doch früher, als ich noch ein Kind war, so kleine Wandkalender, wo man jeden Tag ein Blatt abreißen kann. Und hinten drauf war immer ein Spruch, irgendwie, um einen guten Tag oder so zu wünschen oder Glück zu wünschen. Und ich dachte immer, ich möchte mal so einen Abreißkalender machen mit UFO-Zitaten, also mit Leuten, die über UFOs sprechen. Und dann wollte ich das letztes Jahr realisieren, habe ich gemerkt, ja, diese... Wandkalender mit jeden Tag ein Blättchen zum Abreißen, das gibt es kaum noch. Also man kann nur standardisiert das kaufen, da sind die Sprüche schon drauf, aber nicht leere. Und die Sprüche selber drauf bekommen. Zudem habe ich dann gemerkt, dass meine Zitate teilweise viel zu lang sind, die hätten gar keinen Platz auf diesen kleinen Blättchen. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ja nur in Buchform erscheinen. Und ich glaube, das längste Zitat, das ist das geheime Tagebuch von Richard Byrd, der ja 1947 in der Antarktis war. Und der hat er nennt es ein geheimes Tagebuch geschrieben. Und das ist eben, sind da 7 Seiten da drin. Also es hat ganz kurze Zitate und auch längere. Und soviel ich weiß, gibt es noch kein solches Buch, also auf Deutsch schon gar nicht, aber auf Englisch wohl auch nicht. Und darum glaube ich, das könnte für viele sehr interessant sein. Und das ist jetzt im Prinzip noch ein Prototyp. Und im September sollte dann die erste Auflage bereit sein. Das heißt, man kann jetzt ab sofort bestellen. Bei dir? Gerne, ja. Im Shop funktioniert es ja noch nicht. Im Shop ist es noch nicht, aber über die Kontaktfunktion auf der Website oder per Mail, Mailadresse steht auch überall, Ancient Mail Verlag ist erreichbar und weitgehend auch bekannt. Einfach nur eine Mail schicken, Vorbestellung und dann wird das schon reserviert. Kostet ja nichts. Oder was kostet das? Philipp, was kostet es eigentlich? Was haben wir gesagt? Ich glaube 24,95 Euro. Oder so, genau. Ja, also, gut. Genau. Also, wenn man das durch 365 teilt, ist das nicht teuer. Dann ist das wirklich nicht teuer und es ist auch ein hochwertiges Buch. Ja. Und wirklich... Hardcover. Ja. Ja, also ich bin sehr erfreut und auch ein bisschen stolz, dass ich mit dir dieses Buch realisieren durfte. Ja, danke. Ich bin froh, dass wir das zusammen machen konnten. Und es hat auch Spaß gemacht, Philipp. Ja. Die Zusammenarbeit war super. Und dann war ja noch ein Dritter beteiligt. Olli hat nämlich das Cover entworfen. Wenn man das da mal zeigen darf. Der Olli hat das Cover entworfen, das ist so. Ja, ist nicht ganz so schlecht geworden, denke ich. Ja, sehr schön. Ja, super. Wäre cool. Und das ist ja unser UFO drauf, oder? Das ist das vom Hangar. Habe auch ich entworfen. Also, ja. Das hast du ja schon vor 30 Jahren entworfen. Nicht? Ja. Super, dass ihr das macht und wir freuen uns auf das Buch und wir werden das sicher auch nochmal erwähnen und irgendwie dann promoten, wenn es soweit ist, in 2-3 Wochen.
ja, 2-3 Wochen wird es soweit sein. Oh, das ist ja schön. Also könnt ihr noch schnell den Text, was hinten drauf steht, vorlesen? Ja, vor, ja, klar. Immer wieder wird in den Mainstream-Medien behauptet, dass Wissenschaftler, Politiker, hohe Militäroffiziere und Geheimdienstleute die Realität von UFOs und deren Insassen in Abrede stellen. Doch das stimmt gar nicht. Sehr viele behaupten seit Jahrzehnten ganz explizit, dass das UFO-Phänomen real ist. Und genau diesen Menschen möchte ich hier eine Plattform geben, indem ich sie wörtlich zitiere. Es sind Physiker, Astronomen, Mathematiker, Biologen, Ingenieure, Astronauten und Kosmonauten, Meteorologen, Mineralogen, Chemiker, hochrangige Militäroffiziere, Geheimdienstmitarbeiter, Fluglotsen, Philosophen, Psychiater, Psychoanalytiker, Ethnologen, Historiker, Propheten, Pater, UFO-Entführte, UFO-Forscher, Paläoseti-Forscher und weitere UFO-Zeugen, die in dieser Zitatensammlung zu Wort kommen.